Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist kaum zu glauben, aber ich komme jetzt gerade wirklich mal dazu, meinen Geburtsbericht von meinem zweiten Kind für euch abzudrehen. Und zwar ist mein Sohn am 6.7.2019 zur Welt gekommen. Ich bin die Annie, ich bin 27 Jahre alt, für die, die mich noch nicht kennen. Genau, und ich wollte euch jetzt von der Geburt vom Logan erzählen. Logan Robert ist sein Name. Genau, für die, die mich noch nicht kennen, es war eigentlich eine Hausgeburt geplant. Die haben wir uns eigentlich sehr, sehr gewünscht. Konnte aber dann nicht stattfinden aufgrund meines zu niedrigen Eisenmangels. Und ja, dementsprechend war dann klar, dass wir in der Klinik in Herdecke entbinden werden. Das war ist meine Wunschklinik gewesen. Und ich würde sagen, ich steige jetzt einfach mal an dem Morgen ein, bevor Logan geboren wurde. Und für die, die den Vlog vielleicht noch nicht gesehen haben, ich habe an dem Morgen halt tatsächlich auch gevloggt und es gibt quasi einen Geburtsvlog, die Geburt jetzt sage ich mal ausgeklammert, aber ich sage jetzt mal eine Art Wehentagebuch und wen das auch interessiert, dem verlinke ich das mal hier oben und natürlich auch unten in der Infobox. Und ich würde sagen, genau, ich steige jetzt mal ein und erzähle euch mal, wie die Geburt so abgelaufen ist. Eine kleine Info noch am Rande, auch für die, die mich noch nicht kennen. Mein erstes Kind heißt Julie, die ist jetzt fast 3,5 Jahre alt. Die ist damals per Wunschkaiserschnitt zur Welt gekommen. Und diesmal hatten wir uns halt für eine natürliche Geburt entschieden. Oder haben uns zumindest eine gewünscht. Und ich kann das schon mal so viel sagen, es ist letztendlich in einem Notkaiserschnitt geendet. Ja, und wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch jetzt. Also ich steige ein am 6.7.2019, das war ein Samstag. Und zwar bin ich auch an dem Morgen morgens um 5 Uhr wach geworden mit periodenartigen Unterleibsschmerzen. Ja, die schon ordentlich stärker waren als Periodenschmerzen. Und ich bin dann halt um 5 Uhr aufgestanden, weil ich nicht mehr liegen konnte. Das heißt was, wenn ich um 5 Uhr morgens aufstehe. Und es war ein Tag nach ET. Genau, ein Tag nach ET. Und ja, ich habe dann halt so ein paar Sachen in der Wohnung gemacht und hatte halt so Periodenschmerzen, dachte aber, dass das halt nur so Vorboten sind. Oder ich sag mal so, ich habe innerlich irgendwie schon gespürt, es geht jetzt bald los, war ja schließlich auch schon einen Tag nach ET. Aber da ich ja noch nie in meinem Leben Wehen hatte, weil meine Tochter ja auch ein geplanter Kaiserschnitt war, konnte ich jetzt noch nicht einschätzen, geht's denn jetzt los, sind das Vorwehen, sind das Senkwehen, bla bla bla. Jedenfalls ging das dann so bis zum Vormittag, sag ich mal so um 12 Uhr. Also jetzt auf meine Uhrzeitenangaben nicht drauf achten. Wenn ihr meinen Geburtsvlog guckt, da habe ich überall die Uhrzeiten eingeblendet. Die sind auch on time, sag ich jetzt mal, weil in meiner Kamera habe ich natürlich auch so eine Art Uhr, da konnte ich das ablesen. Da erinnere ich mich jetzt aber nicht mehr so richtig dran, deswegen setzt euch jetzt nicht auf die Zeit fest, wenn ich irgendwelche Zeiten sage. Ich sag mal so, es ging so bis 12 Uhr, da wurden die periodenartigen und, also ich sag mal, die Wehen, die Kontraktion halt auch stärker und ich musste dann irgendwann auch schon die Wehen veratmen, die da kamen. Also jetzt nicht krass veratmen, aber ich musste schon mal kurz innehalten, weil es dann schon echt vom Druck ganz schön krass wurde. Jetzt nicht, wo ich sage, super schmerzhaft, aber dass ich mal schon in mich gehen musste, um das über mich ergehen zu lassen, sage ich jetzt mal, zuzulassen, sage ich mal. Und habe dann meinen besten Freund schon angerufen, weil der ist halt der Kontakt gewesen für meine Tochter. Weil die sollte natürlich nicht mit ins Krankenhaus und die wollte ich halt versorgt wissen. Da war eine Kiste gepackt oder beziehungsweise die habe ich an dem Morgen dann auch noch final fertig gepackt, weil mir war klar, wir werden heute irgendwie verschwinden. Sei es jetzt vormittags, mittags, abends oder nachts, mir war klar, die wird wer abgeholt. Ich dann so, yo Gilbert, ich wollte nur schon mal Bescheid sagen, ich war bis dahin schon zweimal in der Badewanne, weil ich dachte, ja, kannst den Unterleib so ein bisschen entspannen und war dann halt so auch morgens schon, ach, ich bin total durcheinander, morgens um 5 halt schon in die Wanne direkt gegangen. Die Kontraktionen sind aber nicht stärker geworden. Man sagt ja, es sind Geburtswehen, wenn man in die Wanne geht und die Kontraktionen werden stärker. Die wurden nicht in der Badewanne stärker, die wurden halt so mit den Stunden an sich stärker. Genau, auf jeden Fall bis um 12 Uhr, sage ich jetzt mal, war ich schon zweimal in der Badewanne gewesen, einfach weil ich das Gefühl hatte, oh ey, nee,
mir geht's nicht gut. Ich hatte so das Gefühl, so dieses ekelhafte Gefühl, was Frauen haben, wenn sie ihre Periode kriegen. Dass ich bin so knatschig geworden, so, lass mich in Ruhe, ich will nicht, ich habe Bauchschmerzen. So, lass mich in Ruhe, ich will eine Badewanne, ich will hier schön warm haben. Unter dem Gesichtspunkt bin ich halt in die Wanne gegangen. Ist aber, wie gesagt, in der Wanne nicht so wirklich stärker geworden, sondern erst danach. Genau, dass ich meine Hebamme angerufen habe, meine Hebamme Heike. Und der habe ich das dann auch so kleinlich erzählt, wie das sich so anfühlt und was das so gemacht hat und so. Und meine Abstände hatte ich bis dahin sporadisch gemessen, weil die Kontraktionen waren erst ziemlich unregelmäßig. Und dann halt, schieß mich tot, alle 7 Minuten, alle 6 Minuten. Und ich muss dazu sagen, ich wohne selber in Essen. Und die Wunschklinik Herdecke war 45 Minuten Fahrzeit. Das heißt, meine Hebamme hatte mir dann gesagt, pass auf, du solltest die Zeit auf jeden Fall einkalkulieren. Und gegen 12 Uhr hat sie mir so gesagt, pass auf, du solltest in ungefähr einer Stunde schon mal losfahren. Ruf mal in der Klinik an und kündige dich mal an, weil du musst ja deine Fahrzeit noch berechnen und nicht, dass es von Schlag auf Schlag stärker wird und du dann im Auto hängst und da super krasse Wehen kriegst und dein Kind vielleicht im Auto kriegst oder so, ne? So jedenfalls. Und sie sagte, hey, ich brauche gar nicht mehr kommen. Sie sagte, ich bin schon seit 2 Uhr morgens im Kreissaal in dem besagten Krankenhaus. Sagt sie, wenn du kommst, wir sehen uns dann gleich. Ich bin schon da. Ich sag, jo, alles klar. Hab dann meinen besten, also Dale war natürlich auch da, mein Freund. Und meine Tochter natürlich auch. Und ich habe Julie dann schon gesagt, hey, pass auf, die Mama fährt jetzt gleich ins Krankenhaus. Dein Bruder möchte aus dem Bauch raus. Dale habe ich das natürlich auch erzählt. Dem habe ich es nicht verschwiegen, dass wir jetzt gleich ins Krankenhaus fahren. Der ist dann so, oh Gott. Ne? Hat dann versucht, Sachen zu packen. Und ich so, chill mal, ich mach das. Ich weiß sowieso, was gepackt werden muss, du nicht. Der hatte sein Täschchen da fertig. Ich habe dann noch meine Kliniktaschen final gepackt. Also so wirklich final, so mit Zahnbürste und so. Und habe die da alle hingestellt. Habe dann auch meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, pass auf, du kannst jetzt losfahren, weil wir fahren in einer Stunde los. Okay, der hat dann die Kleine abgeholt. Die sind dann, ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben. Ich glaube, die sind in den Zoo gefahren oder so. Hat dann die Kiste mitgenommen, die sind dann in den Zoo gefahren. Dale und ich waren dann alleine. Habe dann, wie gesagt, noch final die Sachen fertig gemacht. War dann nochmal duschen. Habe ich nochmal rasiert. Ganz wichtig. Also war es zu dem Zeitpunkt noch nicht so super schlimm, aber die Abstände waren halt dementsprechend groß. Jedenfalls sind wir eine Stunde später losgefahren, als wir sollten. Und ich saß dann auch hinten im Auto und mir war schon klar, also ich sag mal, die Kontraktionen waren schon, wenn sie da waren, echt nicht angenehm. Auch wenn ich dazu zugelassen habe und so geatmet habe und so war alles, ne? So, was man so macht, wenn man so Wehen hat. War mir klar. Also ich musste mich auch die ganze Zeit in der Wohnung bewegen. Ich war kein Typ, der sagt, oh, ich muss mich, glaube ich, mal hinlegen oder ich muss mich mal setzen. Ich bin beim Frühstück, auch wenn dann die Kontraktionen gekommen sind, aufgesprungen. Ich konnte nicht mehr sitzen. Das tat mir von der Haltung her halt einfach Herz so weh. Und da hatte ich dann ein bisschen Schiss vor der Autofahrt, weil 45 Minuten halt so im rechten Winkel sitzen ist halt schon echt richtig scheiße. Ich habe mich dann nach hinten gesetzt, weil ich da einfach mehr Freiheit hatte und der sagte, ja, vielleicht kannst du ja zwischendurch mal ein Bein aufstellen oder mal dich da so ein bisschen breit machen. Ja, jedenfalls habe ich dann noch Müllsäcke mitgenommen und dachte, okay, ich setze mich mal vorsichtshalber auf ein paar Müllsäcke, weil falls die Fruchtblase platzt, habe ich ja so in den Kliniktaschen-Videos gesehen, dass das auf jeden Fall dabei sein muss. Ne, dann dachte ich so, vielleicht platzt ja deine Fruchtblase, setze dich mal drauf, dann kannst du die Sitze schonen vom Auto. Wir haben nämlich keine Ledersitze. Und so war es dann auch, wir waren 5 Minuten gerade unterwegs, fing das an zu laufen. So immer so zwischendurch, wenn eine Wehe kam oder wenn eine Kontraktion kam, so ein bisschen Flüssigkeit. Aber ich konnte natürlich jetzt nicht im Auto nachgucken, welche Farbe das hat oder wie das aussieht und sonst irgendwas, ne? Und dann kam aber so ein ganzer Schwall und ich saß komplett in der Pfütze. War mir eigentlich klar so, okay, Dale, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und der so, okay, wir sind gerade erst losgefahren. Er so, kommt das Kind jetzt? Ich sag, nein, kommt jetzt nicht, hoffentlich nicht, ne? Oh, schön, die Sonne kommt gerade voll krass raus. Ha, mein Rücken wird schön warm. Jedenfalls waren die Kontraktionen im Auto echt hässlich, in der Haltung einfach. Ich hätte mich einfach gerne mehr bewegt. Ich habe dann immer so gemacht, so, ich habe versucht, meinen Arsch so trotz Anschnallgurt irgendwie so anzuheben und mich irgendwie so ein bisschen zu strecken. Das war schon echt, es war auszuhalten, aber es war schon echt einfach hässlich. Es war nicht schön irgendwie so. Ich wollte mich bewegen, ne? Sind dann nach 50 Minuten oder was sind wir angekommen. Ich hatte meine Haare im Hose an, so eine dünne. Und ich steige aus dem Auto aus, war natürlich super geil, weil der komplette Arsch einfach mal komplett nass war.
Und Dale hat natürlich nichts Besseres zu tun, als hinter mir zu laufen und die ganze Zeit Fotos von mir zu machen. Und wir gehen gerade in Richtung Krankenhaus, natürlich so richtig entbindungsmäßig. Ich mit meiner fetten Kugel, halb bauchfrei, halb, weil mir hat nichts mehr gepasst, dann mit meiner Haaremshose, mit meinem Watschelgang, mit meinem komplett nassen Arsch. Ja, so zum Krankenhaus, so, so in Richtung Krankenhaus. Dale, so mit zwei Taschen, dann, ich glaube, nee, warte mal, Stillkissen hatten wir im Auto gelassen. Zwei Taschen und was wir sonst noch so hatten, ich weiß nicht, ich hatte da viele Taschen, keine Ahnung, haben wir im Auto gelassen, aber auf jeden Fall, also hinter mir her. Und die Leute, die so vor dem Krankenhaus saßen, da waren so ein paar Sitzplätze, so Besucher, was weiß ich. Und die haben dann so geguckt, ach, guck mal, die kriegt jetzt ihr Baby. Oh, guck mal, der ist schon die Fruchtblase geplatzt. Mir war das aber total egal. Aber für Dale war das wohl scheinbar so total so, oh mein Gott, die gucken alle. Oh nein. Und dann sind wir halt durchs Krankenhaus. Also erstmal hier so, wo ist der Kreißsaal, ne? Hab ich vergessen gehabt. So, ja, hier, da und da, vierter Stock, dritter Stock, keine Ahnung. Und ich klingel dann da am Kreißsaal. Davor stand schon so eine Frau mit ihrem Mann so, oh, so am, ich so, ja, ich sag, guck dir das an, ne? Hier, so sieht das aus. Und der schon so, oh, hat nichts gesagt, aber so ganz hebelig und dachte schon so, oh, kacke, 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 wir sind im Krankenhaus, jetzt wird's ernst. Scheiße. Jedenfalls ich da am Kreißsaal geklingelt an dieser Tür, an dieser Glastür. Und was macht Dale? Wieder erstmal Fotos von mir von hinten. Also ja, mit nassem Arsch, mit dickem Bauch vorm Kreißsaal, wie du da am Klingeln und am Warten bist, muss ich auch noch drauf haben. Ich sag, gut. Haben wir dann jetzt meinen nassen Arsch 15.000 Mal. Ich fand das gar nicht mehr so witzig, weil das war einfach auch eklig, weil es klebte an meinem Hintern und ich habe mich gefühlt, als hätte ich mich komplett voll gepisst. War einfach nicht so cool. So. Ja, im Kreißsaal hat es dann einen Moment gedauert, bis sie sich gemeldet haben. Ich sage, ja, hallo, hier, ich bin da. Ich hatte vorhin angerufen und dann kam jemand. Ja, hier, gehen Sie mal ins Vorwehenzimmer. Und habe dann da so vor mich hingeweht. Die hat dann da so ein CTG an mich angeschlossen. Und dann wurden da Wehen gemessen. Und sie sagte, ja, wir schreiben jetzt erstmal ein CTG. Und gleich werden sie untenrum untersucht. Und ich sehe schon, die Fruchtblase ist geplatzt. Ich sage, ja, ich vermute mal. Ne? Sagt sie, ja, es kommt gleich jemand. Okay. Ich dann da so vor mich hingeweht, ne, so, sind jetzt nur so circa Angaben, ich sag mal so 15 Minuten, natürlich alles im Stehen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich wollte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen, ich war des Todes müde, aber ich konnte nicht liegen und nicht sitzen, ich hätte es gern gemacht, aber ging nicht. So, ich sag mal so 15 Minuten, dann kam eine Hebamme rein, eine Junge, und sagte so, wir untersuchen jetzt mal. Und ich war dann plötzlich so ganz nervös, weil ich dachte, okay, ich bin ja theoretisch schon seit 5 Uhr morgens am Wehen haben. Genau, es war dann ungefähr, lasst mich nicht lügen, 15 Uhr oder 16 Uhr. Ich bin mir nicht sicher. Knapp 16 Uhr oder 15.30 Uhr, irgendwie so in dem Dreh. 15.30 Uhr war es in dem Dreh. Und ich lege mich aufs Bett so. War schon ein bisschen unangenehm, aber ging schon. Sie hat dann halt den Muttermund abgetastet, was übrigens überhaupt nicht wehtat, weil ich hatte von vielen gehört, dass es mega wehtun kann. Und ich hatte mich dann irgendwie auf Schmerzen eingestellt, aber hat überhaupt nicht wehgetan. Aber ernüchternd war dann, dass sie sagte, ja, sie sind noch komplett zu, nur so fingerdurchlässig, fingerkuppendurchlässig und die Fruchtblase ist auch noch komplett intakt. Ich sag, wie? Ich sag, was ist denn das, was da gelaufen ist? Ich sag, ich saß in einer riesen Pfütze. Ich sag, gucken Sie mal, wie nass ich bin. Ja, das kann sein, dass das wieder so eine zweite Haut, zweite Fruchtblasenhaut war, wo sich Flüssigkeit gesammelt hat, die halt geplatzt ist. Für die, die mich verfolgen, das hatte ich in der 30. Woche schon mal, wo ich dachte, ich habe einen vorzeitigen Blasensprung und da wurde mir dann auch gesagt, dass ich dann wohl eine zweite Fruchtblasenhülle wohl irgendwie hatte, die geplatzt ist. Ich auf jeden Fall so innerlich total niedergeschlagen, weil ich dachte, okay, tut jetzt langsam echt schon ein bisschen weh. Okay, da hat sich noch gar nichts getan. Ich dachte, vielleicht habe ich schon so 2-3 Zentimeter gut gemacht, weil ich habe mich auch die ganze Zeit bewegt und habe darauf geachtet und habe auch am Vortag schön so Sachen gemacht, die Geburt so antreiben, was den Muttermund so weich machen soll und sowas alles. Jedenfalls sagte sie dann, sie sind ja auch über ET und sie haben auch so einen weiten Weg. Sie schicken wir jetzt natürlich nicht mehr nach Hause. Wir machen ihnen jetzt gleich ein Zimmer fertig und dann kommen sie heute Abend um 8 wieder zum CTG. Und da dachte ich so, boah, scheiße, und jetzt fängt hier so eine Krankenhaus-Odyssee an. Mit alle 4 Stunden zum CTG und ewig langen Warten. Das ist ja das, was mich so mega abgeturnt hat im Krankenhaus. Deswegen wollte ich das ja alles nicht. Egal. Sie sagte, ja, sie können jetzt erstmal noch hier bleiben und ich hole sie dann ab, wenn ihr Zimmer fertig ist. Und klingeln Sie, wenn sich was verändert oder wenn was ist. Stichwort. So, jetzt war mein Akku gerade leer, den musste ich jetzt mal eben wechseln.
Genau, Stichwort, klingeln sie, wenn sich was verändert. Genau, die Frau, also die Hebamme war raus. Und ich habe natürlich Dale immer zwischendurch so alle übersetzt. Ich hatte immer noch mein CTG um, ne? Und waren auch wen zu sehen. Aber jetzt halt alles im Rahmen noch, ne? Ich dachte so, ja, geht los, ne? Und sagen sie Bescheid. Und die macht die Tür zu. Und ab da verändert sich jetzt auch ganz krass mein Zeitgefühl, weil ich war irgendwo mit dem Kopf in den Wolken. Völligstens bei mir. Habe natürlich meine Hypnobirthing-Atmung die ganze Zeit gemacht. Ich war da völligstens motiviert, dass ich da mit Hypnobirthing richtig gut durchkomme und das Beste aus der Situation mache und vielleicht sogar sowas wie eine schmerzarme Geburt dahin kriege. Habe aber gehofft, dass das nicht allzu lange dauert. Ne? So, jedenfalls die Tür geht zu und für mich fühlte es sich an, als wenn minütlich die Kontraktionen heftiger wurden, aber richtig heftiger. Und ab jetzt spreche ich auch von Schmerz. Das habe ich ja vorher nicht gemacht, habe nur gesagt, so hier Druck und sowas alles und unangenehm, aber jetzt nicht, dass ich sage, ah, das tut so weh. Von jetzt auf gleich, bam, 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 kamen die Kontraktionen wirklich richtig heftig. Und nach ungefähr 3 Minuten habe ich zu der gesagt, klingel, klingel. Also ich stand wirklich immer, wenn eine Kontraktion dann kam. Ich habe vorher so an der Bettkante gelehnt in meinem Hintern. Und wenn eine Wehe kam, dann bin ich an das Ende vom Bett und musste mich so an dem Ding festhalten und mich dann so vorbeugen und habe die dann so erst so leise und wenn dann der Höhepunkt, sag ich jetzt mal, kam, war ich auch was lauter. Ich sag nee, ich sag klingel mal. Ich sag, das wird stärker. Das wird viel stärker. Also ja, das ist aber erst ganz kurz. Ich sag, ist egal. Die hat gesagt, klingel, wenn sich was verändert. Ja, und es waren unterschiedliche Hebammen im Dienst, aber wie gesagt, ich hatte auch keine Erinnerung mehr daran, welche Hebamme war jetzt vorher da, mit wem habe ich vorher gesprochen, war mir egal, der hat geklingelt und die kam rein. Ich sag, ja, das wird jetzt hier deutlich stärker, ne? Deutlich stärker. Sie sagt, ja, okay, gut, aber ist noch auszuhalten? Und ich so, ja, ja. Ich habe mir jedenfalls die ganze Zeit so gedacht, okay, von rein vom Feeling her, vom Schmerz her, würdest du jetzt mega gerne in die Badewanne, weil, ja, ich wollte ja gerne auch eine Hausgeburt mit Geburtspool haben und dachte dann, okay, die haben da auch Badewanne, gehst in eine Badewanne und dachte dann aber so, ey, Annie, du bist fingerkuppendurchlässig, das sind wahrscheinlich noch die absoluten Mini-Pipi-Wehen. Und du machst dir jetzt gerade schon ins Hemd und willst in eine Badewanne und willst den Frauen, die wirklich gerade ein Kind kriegen, die schon richtig in den krassen Wehen sind und wirklich schon am Heulen sind und richtig krasse Schmerzen haben, denen willst du jetzt die Badewanne wegnehmen. Da habe ich überhaupt nicht erst nach gefragt, weil ich mir da total lächerlich bei vorkam. So. Aber so viel dazu, den Gedanken hatte ich schon, als ich das erste Mal geklingelt habe. Und ich sagte, ja, das wird hier deutlich stärker. Sagt sie, ja, wenn es noch auszuhalten ist, alles klar, ne, weiß ich Bescheid. Und die Tür geht wieder zu. Und für mich gefühlt wieder 2-3 Minuten. Und die nächste Wehe kam. Wir waren ja, als wir losgefahren sind, bei 6-7 Minuten, ich bin mir nicht mehr sicher. Und waren so rein vom Feeling jetzt schon bei alle 4 Minuten. Und die kam, wie gesagt, deutlich schneller und nicht in Minutenabständen schneller, sondern direkt so 2-Minuten-Abständen schneller. Wenn wir dann bei 4 Minuten waren, war das dann so alle 2 Minuten. Und ich so, nee, nee, nee. Ich habe dann gar nicht mehr mit Dale gesprochen. Ich habe dann einfach selber geklingelt. Und dann kam wieder eine, ja, so mit dem Kopf so rein, so, ja, kann ich, alles okay? Ich sag, ey, die Abstände werden total krass schneller. Und dann kam auch gerade eine Wehe. Und ich war dann so, konnte dann halt gar nicht sprechen. Dann mussten wir halt erstmal so ein Minütchen warten und die stand da so, geht's noch? Und ich sag, die Abstände sind richtig krass schneller geworden. Ne? Ich sag, ich habe gerade erst geklingelt, so gefühlt nach 1 Minute habe ich schon geklingelt, wieder geklingelt. Ich sag, die Abstände werden richtig krass schneller. Ich sag, die kommen jetzt, ich kann mich kaum noch ausruhen dazwischen. Ne? Die ist dann so zum CTG, sagt so, oh ja, das kann ich hier aber sehen. Ja gut, aber dann passiert was, ne? Aber geht noch? Ich sag, ja, geht, ja klar, die meint halt gut, ne? Geht noch? Ich sag, ja, geht noch. Okay, meine Hebamme jedenfalls, da wurde mir gesagt, dass die nachher zu mir stößt. Die war gerade wohl noch im OP, weil die Frau, die sie da gerade betreut hat, als Beleghebamme, genauso wie mich, die hatte einen Kaiserschnitt und die ist wohl mit der noch im OP. Für die jetzt fragen, wo ist denn deine Beleghebamme gewesen, da wurde mir schon vorher Bescheid gesagt. Okay, sagt sie, ja, alles klar, dann machen sie mal. Die geht gerade raus, ich schreie so, nein, stopp, kommen sie nochmal her.
Und die so, dann kam wieder eine andere rein, so, ja, meine Kollegin ist gerade, kann ich helfen? Und ich so, ist das normal? Ich sag, mir wird gerade schlecht, mir wird total übel, ne? Sagt sie, ja, das ist normal, das kann sein, dass es jetzt von den Kontraktionen, von dem Druck und von der Nervosität, sie sind auch nervös, ne? Und ich hatte gefühlt schon die Kotze hier, so richtig so, ist das normal? Aber ich habe nicht gekotzt. Ich habe nicht gekotzt, also da noch nicht, da habe ich noch nicht gekotzt. Und sie sagte, ja, ist normal, auch eine total junge, so gefühlt in meinem Alter. Ich sage, ja, alles klar, ich wollte einfach nur die Sicherheit haben, ja, das ist normal. Ich konnte es mir denken, aber ich wollte, dass sie Notiz davon nimmt, dass mir schlecht ist. Und wie ich so mit ihr sprach, sagte ich auch, mir wird total schwindelig, ne? Mir wird richtig, richtig schwindelig. Ihr kennt das vielleicht so kurz bevor ihr ohnmächtig werdet, dass ihr vielleicht dann so ein kribbeliges Gesicht kriegt, als wenn das einschläft. Und da sagt sie so, sagt sie, ja, das ist auch normal, aber dann können sie auf gar keinen Fall stehen bleiben, ne? Also die haben mich geduzt, dann kannst du auf gar keinen Fall stehen bleiben, ne? Dann musst du dich jetzt hinlegen. Ich sag, ne, ich leg mich nicht hin, ich kann mich ja nicht mal hinsetzen. Ich sag, da musst du hier bleiben, ne? Ich sag, Dale, komm mal her. Ich stand ja da so am Bett, ne, am Bettende. Ich sag, hier, du musst mich festhalten. Und ich sag, du auch. Ich hab mir die einfach geschnappt. Und ich so, ja, du musst ja jetzt hier stehen bleiben, ne, bis ich fertig bin mit dem Kind kriegen. Ich sag, ich kann mich nicht hinlegen. Gut, dann standen wir da gefühlt so 3 Wehen lang. Und ich sag, mir wird schwarz vor Augen. Irgendwas stimmt hier nicht, ne. Sagt sie, ja, das kann passieren. Hat sie mir ein Glas Wasser geholt, hat dann zwischendurch immer das CTG gecheckt. War wohl halt im Rahmen. Ich hab das nur so am Rande mitbekommen. Letztendlich, wie lange waren wir dann jetzt da in diesem Vorwehenzimmer? Eine halbe Stunde vielleicht. Halbe Stunde, sag ich jetzt mal so grob. Und ich war da schon richtig hart am Asten und der arme Dale, der wusste gar nicht, wohin mit sich. Und dann sagt sie, müssen wir irgendwie auf Toilette? Ich sag, ja, ich muss tatsächlich mal auf Toilette und dachte dann so, okay, weil ich hatte kontraktionsmäßig immer noch Unterleibsschmerzen. Also ich habe irgendwie erwartet, weil das von vielen mir so zurückgemeldet wurde, wie sich denn Venen anfühlen, dass das ein Schmerz ist, der in die Beine strahlen kann, der über den ganzen Bauch ausstrahlen kann, der in den Rücken, Venen im Rücken und sowas alles. Und ich hatte das tatsächlich nur im Unterleib, so richtig in dieser Periodengegend, nur Uterus und auch immer noch vergleichbar mit Periodenschmerzen. Aber halt richtig heftige Periodenschmerzen. Und viele haben das als Reißschmerz beschrieben und ich bin immer noch bei Periodenschmerzen, aber richtig hässlichen Periodenschmerzen, die aber so ausdehnend waren. Also es hat sich wirklich gefühlt, viele haben gesagt, es fühlt sich an, als wenn da unten was aufreißt. Für mich hat sich das angefühlt, als wenn sich da unten krass was aufdehnt, als wäre mein Uterus ein Ballon, der so gespreizt wird irgendwie, gespreizt wird und das halt in einer krassen Schnelle, wenn ich merkte, oh, die Wehe kommt, dann direkt so reiß auf, nicht so langsam, was ich aufbaute, sondern eher so batsch, so richtig krass, so hat sich das jedenfalls für mich angefühlt und die dann so, ja, dann gehst du mal aufs Klo, da war halt so eine Art Nasszelle, nee, Quatsch, da war eine Tür, war ein richtiges Badezimmer, platsch, Nasszelle, auf jeden Fall bin ich da noch pinkeln gegangen, alleine, auch noch da alleine noch rübergelaufen und habe dann da noch gemacht. Fand ich total schwierig, vor allem mit Venen. Also gefühlt war meine Harnblase total abgedrückt und ich dachte dann so, ey, das geht nicht. Ich sag, so, man könnte mich katheterisieren. Ich sag, das stört mich total, weil ich hatte auch das Gefühl, als wenn ich aufs Klo muss, also groß und klein. Mir war aber bewusst, dass ich das schon gehört habe, dass wenn dieser Druck da ist, dass das dann das Kind ist. Aber ich dachte mir so, das ist nicht das Kind. Ich fühle mein Kind hier und das fühlt sich an wie Kaka und Pipi. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Ich muss mega dringend aufs Klo und ich muss da den Weg jetzt frei machen. Nicht, dass ich irgendwie Schiss hatte, dass ich da irgendwie unter der Geburt dahin mache. Das war nicht mein Problem, sondern einfach, ich hatte das Gefühl, ich werde blockiert. Ich werde blockiert von meinen Exkrementen da unten und ich möchte jetzt gerne da Platz machen. Und ich so, könnte mich katheterisieren. Und das heißt schon was, wenn ich danach frage, weil wer will denn bitte einen Katheter haben? Ich hatte das Gefühl, ich platze da unten, weil ich einfach so krass pinkeln muss. Sagt sie, ja, wenn da nichts kommt, dann können wir nachher können wir mal gucken, ob wir das machen. Aber jetzt gerade, ich weiß gar nicht mehr, was die genau gesagt hat. Die hat mir halt irgendwie erklärt, auf irgendwas sollten wir warten. Jedenfalls hat sie gesagt, ja, ist gar kein Thema, können wir nachher irgendwie machen, wenn das nicht besser wird, dann kein Problem, ne? Und dann, das ist eine richtig fette Hummel. Sie ging dann raus und sagte, ja, ich komme gleich wieder, ne? Hier, passen Sie auf Ihre Frau auf. Oh, nee, ist keine Hummel, das ist eine Hornisse. Ach du Scheiße, weg mit dir, so ein richtig fettes Vieh. So fett, so fett.
Es ist weg. Vor denen habe ich Angst, mein Gott. Ha! Hier, passen Sie auf Ihre Frau auf und der sollte halt bei mir bleiben. Und das hat er dann auch gemacht. Er war dann halt die ganze Zeit bei mir und hatte Angst, dass ich irgendwie umkippe, falle, sonst was. Und halt nach wie vor die Beschwerden bei jeder Wehe mit Übelkeit und diesem Schwindel und zwischendurch, dass mir halt auch ganz anders wurde. Und die Tür ging wieder von ihr zu, sagte, ich komme jetzt gleich wieder, ich komme ganz schnell wieder. Und die Tür ging zu und die Wehe kam. Und mein Blickfeld hat sich plötzlich so bewegt. So, also ich sag mal, ich habe so eine Art Tunnelblick gekriegt. An den Seiten wurde es irgendwie dunkel und es hat gewabert. Ganz komisch. Und ich sag mir, ist nicht gut, ne? Irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Und mir kam das echt total komisch vor. Also ich war an sich entspannt, weil ich hatte irgendwie Schiss, bis wohin geht der Schmerz noch? Wie viel kommt da noch und ist das vielleicht gerade erst der mega krasse Anfang? Wahrscheinlich, diesen Standpunkt hatte ich halt, weil ich ja noch überhaupt nicht auf war, dachte ich so, scheiße, du wirst einfach voll krass sterben. Du wirst einfach sterben. Du wirst höchstens ablosen und sterben einfach. Kurz darauf gefolgt, auf dieses komische, wabernde Bild, habe ich Kopfschmerzen gekriegt, aber wirklich von jetzt auf gleich, wie eine Faust, die durch meinen Kopf ging. Und ich dachte, boah, scheiße, klingel bitte, klingel mal. Und er so, wir haben doch gerade erst, die kommt doch jetzt gleich. Ich sag, klingel. Wir haben nicht gesagt, hier, Quatsch. Ich sag, klingel die scheiß Klingel. Und dann kam jemand anders rein wieder. Und so, ja, ich sag, ist das normal, dass ich so... Und da kam wieder jemand rein und sagte, ja. Ich sag, ist das normal, dass man super krasse Kopfschmerzen bekommt? Sagt sie, ja, es kann schon passieren. Und sie hatte dann geguckt, wie ich veratme. Sie sagte, ja, wahrscheinlich atmen sie falsch. Und dann war ich da meine Atemsachen am machen. Und sie sagte so, nee, sie atmen total gut. Wo ist denn der Kopfschmerz? Und ich ihr dann so erklärt, ich sag, hier in der Stirn, ne? Ganz, muss gucken, weil Julie flitzt hier rum. Ganz komisch, ne? Und sie sagte, ja, nee, das kann aber, das kann schon mal passieren. Und hat mir dann da noch so ein Glas Wasser hingestellt. Und in dem Moment kam eine Wespe. Wespe, hau ab. In dem Moment, wo sie mir das halt erklären wollte, kam wieder eine Wehe. Und ich habe einfach nur aufgeschrien, wirklich aufgeschrien, weil ich so perplex von diesem kranken Schmerz war. Ich hatte nach wie vor diesen Unterleibsschmerz. Aber dann plötzlich, mit dem Beginn der Wehe, ging ein stechender, brennender, reißender Schmerz von meinem Steißbein durch meine Wirbelsäule, gefühlt durchs Rückenmark, ganz komisch, also wirklich im Knochen drin, meine Wirbelsäule hoch, über meinen Schädel hinten, gefühlt über meinen Schädel, hier in einer Linie so, wo die Nerven halt herlaufen, hinter meiner Stirn, bis hinter die Augen, bis in die Nase. Und die Schmerzintensität fühlte sich an, wie wenn ihr Eis esst und so einen Hirnfrost habt. Und dann hat man ja oft, also ich habe zum Beispiel oft diesen Hirnfrostschmerz. Ich habe diesen Hirnfrostschmerz zum Beispiel ganz oft so hinterm Auge. Und das ist ja wirklich so ein Schmerz, wo man macht so, ah, ah, ah. Und diesen Schmerz hatte ich einfach 10-fach stärker gefühlt, was nicht geht. Das Gehirn hat, glaube ich, gar kein Schmerzempfinden. In meinem kompletten Gehirn, also rein gefühlstechnisch, habe ich den ganzen Umfang, sag ich mal, meines Gehirns gespürt durch diesen Schmerz, begleitet von einem krassen Druck in den Augen, also wirklich Augendruck. Ich dachte, mir platzen die Augen aus dem Kopf. Und wie die Wehe halt wieder abflaute, flaute dann auch halt der Schmerz ab, aber in dem Moment habe ich dann auch nicht wirklich was gesehen. Oder nur so zwischendurch. Und ich habe nur geschrien, stopp, hier stimmt was nicht, das ist nicht richtig, das ist nicht normal. Und die so, ja, was denn? Und ich habe dann versucht, so in der Wehe, was halt gar nicht geklappt hat, ihr versucht zu erklären, was mir hier alles gerade wehtut. Und die dachte, ich werde jetzt einfach gerade irgendwie hysterisch, weil das einfach so wehtut. Und sie so, ach, alles gut. Ich sag, nein, ich sag, lass mich, das ist nicht normal. Und bin halt völlig so, scheiße, was ist hier los? Und die so, ah ja, alles gut und atme ruhig. Und der dann auch so, Baby, beruhig dich. Und ich so, nein, weg. Ich sag, holt irgendjemanden. Ich sag, das ist nicht richtig. Ich sag, lasst meinen Unterleib in Ruhe. Ich sag, die Wehen tun mir nicht weh. Ich sag, es ist mein Rücken, es sind meine Augen platzen. Mein Gehirn, mein Kopf tut weh. Genau so.
Und diese Hebamme war, in meiner Erinnerung, war die echt jung, so mein Alter. Und die war dann so, oh Gott, was passiert hier? Ich weiß nicht. Die hat natürlich aufs CTG geguckt, da war wohl alles noch so im Rahmen. Und die ging raus und plötzlich ging die Tür auf und es kamen zwei Leute rein und da war meine Hebamme noch im OP-Kittel und sagte, Annika, Annie, was ist hier los? Was ist los, ne? Was ist los? Und ich habe es erstmal halt gar nicht gecheckt, dass das meine Beleghebamme ist, die da gerade reingekommen ist. Und ich sehe sie halt und ich sage, Heike, ich sage, pass auf. Und dann kam mal gerade eine Wehe. Ich sage, ich so voll am Schreien. Und sie so, Annika, was ist denn? Beruhig dich, du musst atmen. Und ich sage, ich atme richtig. Und sie so, ja, tust du tatsächlich. Ich sage, was ist los? Was hast du, ne? Und ich ihr dann, die Wehe hörte dann auf, und ich ihr dann erklärt, ich sage, der Schmerz geht da und daher, das tut im Knochen weh. Und sie sagte, ja, zeig mir mal wo, und hat dann da so rumgefühlt und sagt, so tut's hier weh. Ich sage, nein. Ich sage, egal wo du da jetzt gerade am Rumfassen und Rumfühlen bist, ich sage, ich spür's, es ist im Knochen drin, also es ist in meinem Schädel, mir platzen die Augen, und dann kam schon die nächste Wehe und ich habe geschrien, nein, 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 weil der Schmerz einfach so viel krasser jedes Mal, zu jeder Wehe so viel krasser wurde. Ich dachte, das geht ins Unendliche. Ich dachte, ich sterbe gleich. Und ich sage, Heike, das ist nicht normal. Und sie so, Annie, nein, das ist wirklich nicht normal. Sagt sie, das ist nicht normal. Ich sag, lasst bitte alle meinen Unterleib in Ruhe. Ich sag, da unten ist alles in Ordnung. Ich sag, da tut weh. Aber hier, mein Kopf, irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht. Meine Augen platzen mir. Ich habe Schmerzen. Ich sterbe. Bitte mach was. Und sie, ja, Moment, ich komme gleich wieder, ist dann raus, kam wieder rein, mit einem Arzt wohl, ne, ich habe jetzt ein bisschen Recherche betrieben, es war ein Arzt, ein Neurologe, sagte, Annika, das ist nicht normal, wir machen jetzt ein paar Tests, das muss irgendwas Neurologisches sein, das ist so nicht richtig. Dann kam wieder eine Wehe und ich habe nichts mehr gesehen, ich sage, ich sehe nichts mehr, und in dem Moment habe ich auch aufs Bett gekotzt, nicht viel, aber so ein bisschen halt, ne. Ich sage, es stimmt was nicht, und dann kam der Arzt und sagte, ja, hier, ich bin der Doktor sowieso, bla, schieß mich tot. Wir müssen jetzt ein paar Tests machen. Ich sag, ja, ich sag, laber nicht, ich sag, mach, ne? Ich sag, ich hab Schmerzen, ich sterbe, ich sag, mach was, ne? Und der hat mir dann irgendwie in die Augen geleuchtet und sagte, nee, ja, stimmt was nicht, check mal bitte das CTG. Und die guckt drauf und sagte, die hat einen Blutdruck von 230, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung, ne? Und dann kam die nächste wieder, ich sag, Hilfe, meine Augen platzen, ich hab mir die Hände so auf die Augen, jedenfalls die Hände so auf die Augen gedrückt, als könnte ich damit irgendwie so gefühlt den Druck regulieren, und habe mich so halb aufs Bett gelehnt und habe einfach nur geschrien, Hilfe, meine Augen platzen, mein Gehirn. Es waren solche Schmerzen, also wirklich dieser Schmerz, der mich gefühlt beinahe umgebracht hat, der hat sich in meiner Wirbelsäule, in meinem Kopf und in meinen Augen, in meinem Gesicht abgespielt. Und ich sage, jetzt sind meine Schmerzen auch, das hat bis in die Nase gezogen. Ich dachte, mir platzt die Nase, ich dachte, mir platzen die Lippen. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht platzt ganz grausam, widerlich, wirklich unhandelbar. Wirklich, ich habe mich gefühlt wie der absolute Exorzist in dem Moment. Ich dachte, ich sterbe, ich platze auseinander. Schon wieder noch ein bisschen. Oh Gott. Diese Viecher, ich habe Angst. Jedenfalls Blutdruck von 230. Ja, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt. Und genau, dann hat meine Hebamme Heike hat dann irgendwie das Telefon genommen und hat wen angerufen und hat gesagt, so, wir brauchen jetzt sofort hier ein Ärzteteam. Ich habe eine wehende Frau, bla bla, neurologische Probleme. Hat dann da kurz geschildert, wie sich das für mich anfühlt. Und Dale hat dann auch noch versucht, irgendwie meinen Kopf zu massieren, und ich einfach nur, fass mich nicht an, hau ab. Ich sagte, geh, lass meinen Kopf in Ruhe. Er wollte mir nur was Gutes tun, weil er hatte ja natürlich seine Hausaufgaben gemacht, so von wegen Schmerzen, Rückenschmerzen massieren und sowas, und er wollte dann hier mir die Schläfen massieren, was natürlich, das hatte nichts mit Entbindung und sowas zu tun, das waren keine normalen Schmerzen, er wollte mir was Gutes tun, aber ich habe einfach des Todes Schmerzen gehabt, und dann kamen zwei Hände von der Seite und wollten mir meine Schläfen massieren, ich habe einfach nur um mich geschlagen, lasst mich in Ruhe, lasst mich, ne? Ich sag, macht endlich was, ich sterbe. Und genau, meine Hebamme war da am Telefonieren, und dann kamen plötzlich ganz viele Leute rein mit dem Bett
Und sie sagte, Annika, wir müssen jetzt sofort einen Kaiserschnitt machen. Ich habe wahnsinnige Angst um dich. Dein Blutdruck ist am Steigen wie sonst was. Wir müssen jetzt sofort einen Notkaiserschnitt machen. Das geht hier nicht mehr. Das ist für dich wahnsinnig gefährlich. Und wir wollen nicht warten, bis das für dein Kind auch noch gefährlich wird. Wir machen jetzt, ich sage, ja. Ich sag, mach einen Kaiserschnitt sofort. Ne? Ich dachte wirklich, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Und mir war bewusst, hier, das hat nichts mit Entbindung zu tun. Das ist nicht richtig. Auch wenn ich nicht wusste, wie fühlt sich denn eine Geburt an? Wie fühlen sich denn Wehen an? Und wie weh kann das tun? Wie gesagt, die Schmerzen waren in meiner Wirbelsäule, in meinem Gehirn, in meinen Augen. Und hier unten, das ist so nebenher gelaufen und hat so vor sich hin kontrahiert. Natürlich auch mit ordentlich Power, ne? Ich will halt nicht kleinreden. Aber ich dachte, hier oben bin ich am Sterben. Wirklich sterben. Wie sie das so sagte, zog sie mir dann... Achso, ja, ich hatte mich, als ich im Krankenhaus angekommen bin, kurz umgezogen. Ich hatte meine Haare und meine nasse Haaremshose nicht mehr an. Ich hatte so eine Shorts an. Und wie sie mir das so erzählte, zog sie mir nur die Shorts runter, so eine orange, so tschuck, ne, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen, sofort, schnell hier, nahm mir die Schuhe quasi schon weg und Dale kam von der anderen Seite und zog mir so meinen Top aus und da war ich dann nur noch im BH und in der Zeit kam schon eine andere Hebamme und hat mir dieses Engelchenhemdchen angezogen und das war innerhalb von 40 Sekunden gefühlt so und ich war dann sowieso schon bei Wehen technisch jede Minute. Also ich hatte gar keine Zeit mehr irgendwie, um zu reden. Dann kamen ich weiß nicht, ob das Pfleger waren oder zwei Ärzte, die haben mich so genommen, zack, aufs Bett, aus dem Zimmer raus, einmal so um die Kurve. Also ich glaube, der OP war direkt nebenan. Also ich glaube, ich war neben dem OP. Und Dale kam noch so hinterhergerannt mit den Taschen und die Heike so, meine Hebamme, lass liegen, ist scheißegal, ne? Und ich war quasi schon im OP und dachte so, boah, krass, ne, schnell, ne? Und wie ich da so gerade auf dem Bett lag, hatte ich Gott sei Dank keine Wehe. Also es muss so schnell gewesen sein, dass das binnen einer Minute irgendwie geklappt hat, weil ich hatte keine Wehe mehr. Also es muss super schnell gegangen sein. Und ich habe noch gesehen, dass Dale kurz irgendwie mit Heike gesprochen hat. Und er durfte halt nicht mit in den OP. Da wurde mir gesagt, so, wir müssen dich jetzt leider in Vollnarkose legen. Wir haben keine Zeit mehr für hier eine Spinalanästhesie oder Peduralanästhesie, also jedenfalls, ne, ich musste komplett schlafen. Und Dale kam noch so kurz rein, Schatz, ich liebe dich und, ne, schon so voll Pipi in den Augen, weil der wusste nicht, was jetzt passiert, ne. Für die, die mich nicht kennen, mein Freund ist Engländer, spricht so gut wie kein Deutsch, meine Hebamme spricht Gott sei Dank Englisch. Die hat ihm dann wohl irgendwie was erzählt, aber er wusste wohl nicht so ganz, was da jetzt abgeht und dachte halt irgendwie, ich sterbe jetzt gleich. Ganz gefährlich, ich sterbe jetzt gleich, Kind stirbt jetzt gleich, keine Ahnung, irgendwas. Ich liebe dich und ich warte hier und alles wird gut. Und ich dann so, ja. Und ich war die ganze Zeit nur, mach mich aus, ne? Schalt mir den Scheiß hier aus, ne? Mach es aus, hol mein Kind raus, rette mein Kind und mach, dass dieser Schmerz aufhört. Und genau, meine Hebamme, die stand dann plötzlich über mir. Also ich war dann schon so bla bla bla, nackig, ne? Und lag dann da schon, haben die mich so auf diesen OP-Tisch drauf gehievt und dann, hallo, ich bin der Doktor sowieso. Und plötzlich waren gefühlt 1000 Leute in grün irgendwie um mich rum. Voll da, ein Riesenteam, also ich glaube bestimmt 10 Leute oder was, ne? Richtig krass. Und meine Hebamme dann plötzlich über mir, auch mit Mundschutz, voll in OP-Montur, plötzlich umgezogen. Ich weiß nicht, wie schnell die sich umgezogen hat. Krass. Und sagte Annika, wir müssen jetzt sofort einen Notkaiserschnitt machen. Das ist hier ganz gefährlich gerade. Ich habe wahnsinnige Angst um dich. Wir wissen nicht, was das gerade ist, was du da hast. Aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das muss jetzt gemacht werden. Und sie hat mir das so erklärt, weil sie ganz genau wusste, wie sehr ich diese ganzen Krankenhausinterventionen, wenn sie nicht notwendig sind, ablehne. Aber ich sag Heike, ich sag, quatsch nicht. Ich sag, ich weiß, das muss jetzt hier sein. Und mach bitte schnell, ne? In dem Moment wurde mir schon ein Katheter gelegt. Und neben mir war der Anästhesist und sagte, hi, ich bin der Thomas sowieso und hier, wir holen jetzt dein Baby und alles wird gut. Ich sag, ja. Ich hatte in dem Moment auch nicht wirklich Angst. Ich wollte einfach nur, also ich habe da völligstens drauf vertraut, auf diese Kaiserschnittsache und auf dieses Team. Und meine Hebamme war bei mir, was mir halt alles gegeben hat. Und mein Gedanke war einfach nur, macht hinne, quatscht mich nicht voll, mach hinne, mach mich hier entschlafen, reiß mich auf, hol das Kind raus. Ne? Und genauso zack war ich auch schon weg. Ne? Da machen wir jetzt einfach mal einen Cut. Genau, dann machen wir einen Cut, weil ich bin ja am Schlafen und erzähle jetzt mal kurz, was meine Hebamme mir nach der Geburt dann erzählt hat. Also ich erzähle jetzt quasi aus der Sicht der Hebamme und der Ärzte. Die haben mich aufgeschnitten und wollten halt Logen rausholen. So. Und der Bauch war auf und meine Hebamme hat wohl auch dem Arzt da, der da das durchgeführt hat, assistiert und hat da wohl mitgemacht. Und die haben ihn aus dem Bauch nicht rausgekriegt. Die hatten, also nochmal kurz zurückzugehen. Es ist ungefähr eine Stunde vergangen, dass ich im Krankenhaus angekommen bin. Ich wurde untersucht und der Muttermund war fingerkuppendurchlässig. Die Fruchtblase war noch intakt.
Die hatten mich da gerade offen liegen und wollen das Kind rausholen und sehen, dass Logan bereits, also Muttermund komplett eröffnet, und er war bereits so weit unten im Becken und quasi schon am Austreten aus meiner Scheide. Er war schon komplett, er war schon fast raus. Sprich, wäre dieser Kaiserschnitt aufgrund der Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, nenne ich jetzt einfach mal, wäre das nicht gewesen, wäre das eine Sturzgeburt gewesen innerhalb von einer Stunde, weil ich bin innerhalb von einer Stunde von 0 auf 10 cm eröffnet gewesen und er ist komplett und war am Austreten. Ich war quasi schon in der Austreibungsphase. Und dementsprechend haben sie ihn aus mir nicht rausgekriegt, wie man das bei einem normalen Kaiserschnitt halt irgendwie macht. Und zwar musste dann meine Hebamme mit der Hand durch meine Scheide durch und seinen Kopf quasi komplett wieder zurückdrücken und ihn dabei irgendwie noch drehen, weil er so fest im Becken schon war. Also er war ja mehr draußen als drin, deswegen konnte wohl aber auch nicht durch die Scheide rausgeholt werden. Für die, die sich das jetzt fragen, das habe ich auch gefragt, es ging wohl aus irgendwelchen Gründen nicht oder sollte nicht, keine Ahnung. Jedenfalls musste die in meine Scheide rein mit der ganzen Hand und den rausdrücken. Und zwei andere mussten auf der anderen Seite noch ziehen. Also der war völligstens Rückwärtsgang. Und die waren alle so, ach du Scheiße, ne? Weil das halt keiner erwartet hat. Ich bin Erstgebärende, das ist wohl extrem selten, dass man bei seiner ersten natürlichen Entbindung innerhalb von einer Stunde entbindet. Davon geht man eigentlich nicht aus. Und wir waren halt alle von diesen komischen Nervenschmerzen, die ich da hatte, die halt wohl auch echt gefährlich waren. Ja, nicht abgelenkt, aber da musste halt gehandelt werden, dementsprechend Kaiserschnitt. Und dann wurde mir von meiner Hebamme halt auch gesagt, pass auf, du standest wohl, da wurde irgendwie auch was von Schlaganfall gesagt, dass es wohl da vielleicht auch hätte zukommen können, dass es auch ein Help-Syndrom hätte sein können, oder dass es auch hätte sein können, dass der Kleine mir einfach nur wegen dieser heftigen Wehen irgendwelche Nerven abgedrückt haben, die halt diese Nervenschmerzen gemacht haben, die nichts mit einer natürlichen Entbindung zu tun haben. Ich will jetzt keinem Angst machen, das hat mit einer natürlichen, normalen Entbindung nichts zu tun. Gar nichts. Alles komplett unnormal, deswegen war der Kaiserschnitt, der Notkaiserschnitt absolut richtige Entscheidung in dem Moment. Ja, sie hatten ihn dann jedenfalls draußen. Ich kürze das hier ein bisschen ab. Dem Baby ging es gut, dem ging es die ganze Zeit gut, auch so von den Herztönen und sowas, da war alles in Ordnung. Logan ist mit 3500 Gramm geboren und mit 56 Zentimetern, ganz schön lang, lange Beine. Und das ist halt ein kinderfreundliches Krankenhaus gewesen, genau, kinderfreundliches Krankenhaus. Und die haben ihn dann gewogen, gemessen und haben dann da gemacht und haben dann gesagt so, hier Heike, hol mal schnell den Vater rein, den Vater vom Kind. Und sie guckte nur so und sagte, ja, jetzt, weil ich lag da und mein Bauch war noch komplett offen. Und sie so, ja, hol den Vater rein, ne? Weil es war dann halt total wichtig, dass das Kind sofort nach der Entbindung ein Bonding hat, was ich ja total befürworte. Jedenfalls stand Dale halt vor der OP-Tür und sie hat ihn reingeholt und Dale erzählte mir dann im Nachhinein so, er ist rein, er wusste nicht, was ihn erwartet, er wusste nicht, ob ich wach bin, ob ich lebe, was mit dem Kind, klar, er hat den Kleinen halt schreien hören. Und da sagte er, ist in den Raum rein und Heike sagte so, ja, hier kommt dein Kind, mit Annika ist alles in Ordnung. Und er läuft nur so daran vorbei und sagte nur so, und da liegst du da und ich guck dir einfach komplett in den offenen Bauch rein. Und er so, ich war völligstens perplex, ich bin nur so an dir vorbeigeschwebt und dachte nur so, ich werde gleich ohnmächtig, oh, da ist mein Baby. So nach dem Motto, der war völligstens überfordert. Ich habe halt auch hinterher mit meiner Hebamme vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Sie sagte, sie war selber total perplex, dass die Ärztin direkt sagte, hol den Vater rein, dass die da mich nicht mal eben bedeckt haben oder so. Es war jetzt nicht weiter schlimm, weil es ist ja niemand ohnmächtig geworden oder hat ein Trauma davon oder sonst irgendwas, weil wir sind ja alle gut und lebend aus dieser Sache wieder rausgekommen. Aber das war wohl schon so ein bisschen, oh mein Gott, so, ich meine, wann kann man schon mal in den offenen Bauchraum der Frau reingucken, ne? So, in so einer Notsituation. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen verstörend in dem Moment war. Jedenfalls hat er sich dann direkt dahingesetzt und hatte dann Bonding mit den Kleinen und war dann ganz in Love. Und Heike sagte auch hier, mit Annika ist alles in Ordnung, die wird jetzt gerade genäht und pipapo. Und der Kleine war dann halt die ersten 2 Stunden bei Dale und ich bin dann 2 Stunden später wach geworden. Genau. Also bei mir Licht wieder an. Zweieinhalb Stunden später ungefähr und war dann so, ja, hier, Augen auf,
ist mit meinem Kind alles in Ordnung? Ja, mit dem ist alles in Ordnung, alles gut. Und ich wurde wach und Dale lag auf dem Bett mit dem Kleinen in so einem fetten Handtuch. Also ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Und neben mir war mal eine andere Hebamme. Und ich sagte, ja, die Heike, die musste schon nach Hause. Die ist ja schon seit 14 Stunden am Arbeiten gewesen. Aber hier, ich bin die Jenny, die kannte ich auch so vom Hörensagen aus derselben Hebammenpraxis. Und die hat dann erzählt. Und ne, aber ich war halt gerade am Aufwachen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Jedenfalls Bild Dale da mit dem Baby und mit Logan. Oh, ich schwebe schon wieder mal um mich rum. Oh, das ist ein fettes Vieh. Oh, ich hab Angst. Mein Gott. Ja, jedenfalls waren keine Schmerzen bei mir da. Also wer jetzt vielleicht denkt, oh, waren da jetzt noch Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Das Kind war hoch raus und Schmerzen waren weg. Ich meine, ich war sowieso in Vollnarkose. Aber ich wurde wach und die Schmerzen waren weg. Ich hatte auch keine Schmerzen von meinem Kaiserschnitt. Ich war ja untenrum nicht betäubt. Das heißt, wo dann halt auch die Vollnarkose nachließ, kamen halt auch so die normalen Schmerzen, weil ich halt eine Bauchwunde hatte, die total auszuhalten waren. Und ja, war dann halt erstmal so, boah, Glück gehabt, boah, scheiße. Und habe das dann erstmal so in meiner Halbnarkose versucht zu reflektieren, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Und dann haben wir halt, ja, dann habe ich den Kleinen halt auch das erste Mal gesehen. Habe dann auch gesagt, als ich dann in der Lage war, ich sage, jetzt gib doch mal mein Kind her, ich will den doch mal sehen. Ne? Und er die ganze Zeit so, mein Gott, der ist so süß und der ist so, oh, die kleine Nase. Und ich habe den die ganze Zeit nicht gesehen. Und ich so, dreh den doch mal zu mir hin, ne? Weil ich lag halt flach und er saß halt so halb aufrecht und hatte da 18 Meter Handtuch um das Baby rum, ne? Und ich habe nur so ein Stück Kopf gesehen. Kein Gesicht, gar nichts. Ich sag, dreh den doch mal zu mir rum, ne? Ich will den auch mal sehen. Und er so, ach ja, der wollte ihn halt gar nicht hergeben. Der hat gar nicht darüber nachgedacht, dass man mir vielleicht direkt mal mein Kind zeigt. Weil ich bin ja nun mal die Mama und der hatte den schon 2 Stunden und der war da einfach nur so, ach Schatz, der ist so schön, hast du so gut gemacht. Und ich sag, jetzt gib doch mal her, ne? Und er so, ach ja, stand dann auf und sagte dann so, guck mal hier. Ich sag nix hier, guck mal hier, ich sag, gib her, ne? Ich will den sehen. Und dann habe ich mir den direkt ausgepackt, ne? Hab mich direkt ausgepackt und bin den so auf der Brust so und dann, aha, bist du süß und bist du schön. Und der hatte so riesen Augen. Der hat ja auch, ja, der hat ja immer noch riesen Augen, ne? Aber der guckte mich an mit seinen Denkfalten und ich dachte so, boah, ein Mini-Dale, der sieht genauso aus wie du. Ja. Das war meine Geburtsgeschichte. Ja, mit einem Notkaiserschnitt. Aber musste sein, ist halt einfach so. Das ist die ganze Story. Jetzt im Nachhinein, bereut wird gar nichts, ne? Musste sein und war auch die absolut richtige Entscheidung und ich weine dem jetzt auch nicht hinterher. Aber natürlich bin ich traurig, jetzt vor allem mit dem Wissen, dass dieses Nervenproblem mir das halt echt versaut hat, weil ich war mit der Entbindung quasi fast fertig. Hätten die jetzt, sag ich mal, noch ein paar mehr Tests gemacht, hätte das sein können, dass der rausfällt, weil ich habe es nicht gemerkt. Man könnte jetzt quasi denken, oder die schon eine Entbindung hatten, wenn das Kind weiter runterrutscht und weiter, spürt man das. Ich habe das nicht gespürt, weil ich hatte einfach diesen Periodenschmerz, der halt stärker wurde, aber ich habe nicht gemerkt, dass sich das, sag ich mal, ein komplettes Kind weiter zum Ausgang bewegt, sag ich jetzt mal. Das habe ich nicht gespürt und ich war halt mit dem Kopf, völlig bei meinem Kopf und bei meinen Schmerzen und nicht da unten. Vielleicht war ich da unten dann entspannt, man weiß es nicht, ne? Aber dementsprechend wäre der wahrscheinlich unbemerkt dann einfach plötzlich irgendwie rausgefallen oder was. Weil keiner hat dann mal daran gedacht, oh, guck mal, vielleicht ist das Kind ja schon halb draußen, weil eine Stunde wäre eine Sturzgeburt geworden. Oder gewesen. Wäre eine Sturzgeburt gewesen. Ja, das ist es halt gewesen. Das war meine Geburtsgeschichte und ich weiß gerade auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber im Großen und Ganzen, krasse Story. Ich habe mit meiner Hebamme, wie gesagt, nochmal reflektiert. Die war vor 2 Tagen da. Und die sagte, Annika, in meinen 30 Jahren Hebammendasein, sagt sie, habe ich noch nicht so etwas erlebt und auch noch nicht so einen Nervenschmerz. Sie sagte, man lernt hier nie aus. Sie sagte, das tat mir alles unglaublich leid. Ich dachte, du musst wahnsinnig krasse Schmerzen gehabt haben, davon abgesehen, dass du einfach mal als Erstgebärende in einer Stunde komplett quasi fertig mit der Entbindung warst. Sagt sie, das sind Schmerzen, müssen Schmerzen gewesen sein, die man sich nicht vorstellen kann. Sie sagte, du warst unglaublich tapfer und sie sagte wirklich, das ist eine ganz besondere Geburtsgeschichte. Ich sag, das hast du sehr nett umschrieben, aber im Endeffekt sind wir alle mit einem Happy End und unverletzt da rausgekommen. Dem Kleinen ging es von Sekunde 1, wo er auf der Welt war, super. Und ich habe jetzt auch kein Trauma oder sowas von diesem Erlebnis, weil der Kaiserschnitt war extrem super. Und ich habe, also was heißt extrem super? Die haben super reagiert, super schnell reagiert. Es ist alles so gelaufen, wie es hätte laufen müssen.
alles richtig gelaufen und ich habe jetzt auch im Nachhinein irgendwie nicht krasse Depressionen oder dass ich da jetzt irgendwie krass was aufarbeiten muss. Mir ist klar, dass das sein musste und dass es da auch keinen Weg dran vorbei gab, weil ich bin einfach gefühlt fast gestorben und es hätte auch passieren können, dass das extrem gefährlich, also es war gefährlich für mich, das hätte auch wirklich im Tod enden können, weil wer weiß, was ist, wenn ich ihn da einen Schlaganfall gekriegt hätte oder Nerven abgedrückt, keine Ahnung, mein Hirn oder sonst irgendein Organ keinen Sauerstoff mehr gekriegt hätte, was weiß ich, was da hätte passieren können. Ja, so viel zum Thema, zu meiner Entbindung von Logan. Und ich bin jetzt fertig. Ja, lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ich hoffe, das Video war informativ. Und ich hoffe, dass ich nochmal eine natürliche Entbindung erleben darf.